Hey Leute, scheinbar war die Aufgabe von der Akademie in der letzten Folge doch Teil des DLCs. Aber es ist tatsächlich noch nicht zu Ende, denn wir können hier in Puerto Marinedo, so heißt es auf Deutsch, noch ein bisschen mehr Items bekommen zum Ausrüsten. Also neue Ausrüstungsgegenstände, neue Klamotten, sagen wir mal so. Und das alles bei dem netten Typen hier. Steht euch der Sinn nach einem neuen Gewand? Kommt halt nicht schüchtern. Kann ich euch für eines meiner besonderen Gewänder begeistern? Oh, seid ihr es, werte Maike. Ihr wartet eine große Hilfe bei unserer Lerngruppe. Was für denn für besondere Gewänder? Hohoho, ihr seid wie üblich auf Zack. Mich, Shugi, hat im Traum die Muse geküsst und mich und mit Inspirationen für neue Gewanddesigns beglückt. Um sie zu verkaufen, kann ich hierher zum Markt von Puerto Marinedo und holte die nötige Erlaubnis von meinem Geschäft ein. Dieser Markt gründet auf Auktionen. Das jeweilige Objekt der Begierde muss also ersteigert werden. Das ist ja doof. Aber Drachenhandschuhe hat er jetzt gerade. Meine neueste Schöpfung trägt den Namen Drachenhandschuhe Replikat. Das Startgebiet war 100k? Weil wenn ich Nein sage, scrollt er dann durch oder? Ich weiß es nicht. Ich pack euch hier mal die Liste an Items rein, die ihr ja alle bekommen könnt. Ich bin mir nicht sicher, wann er sich immer ändert. Stellt auf jeden Fall aber sicher, dass ihr all eure Schätze in eurer Schatztasche verkauft. Denn damit könnt ihr auch nochmal richtig viel Geld machen, falls ihr das nicht sowieso schon gemacht habt. Auf jeden Fall nicht vergessen, eure Schätze aus eurem Schatzbeutel alle zu verkaufen. Das habe ich nämlich gerade gemacht. Hab über eine Million gemacht. Also, ne, vergesst es auf jeden Fall nicht zu tun. So, es ist jetzt ein Tag später und hier seht ihr zum Beispiel, dass er sein Sortiment ändert und auch andere Items hier dann anbietet. Zum Beispiel den Aquahelm. Und ich werde jetzt mal ganz kurz demonstrieren, wie sowas eigentlich funktioniert. Weil der Aquahelm ist ja aus Alpha Saphir, glaube ich. Und wir versuchen jetzt mal alles zu ersteigern. Ich kann euch aber jetzt schon sagen, wenn ihr alle 8 Items haben wollt, werdet ihr schon so um die knapp 2,5 bis 3 Millionen Poké-Dollar ausgeben müssen. Also, falls es euch das wert ist, tut es. Ich werde mir nicht hier alles holen, weil mich nicht alles interessiert. Ich hole mir nur die Sachen, wo ich denke, die sind ganz cool. Wie zum Beispiel der Aquahelm. Ich habe zahllose Nächte damit verbracht, dies hier anzufertigen. Den Aquahelm. Aber es sind natürlich Replikate. So. Abwarten. So. Und ich mache jetzt mal die Taktik, die ich doch aus Wind Waker kenne. So, ein bisschen mitmachen. Dann gehe ich noch mal ein bisschen abwarten. Und irgendwann machen die nichts mehr. Und dann tue ich noch mal 100.000 drauf. Und dann sind sie buff. So kenne ich das noch von Wind Waker. Ich weiß nicht, ob das hier auch so funktioniert. Aber wir versuchen es auf jeden Fall mal. Sache ist, ich verliere ja nichts davon, wenn ich es nicht schaffe. So, ich warte auf jeden Fall erstmal ein bisschen ab. Und ich könnte jetzt zum Beispiel auch versuchen, ein bisschen höher zu gehen. Und ja, den kleinen habe ich schon mal rausgekriegt. Vielleicht kriege ich den Pferd jetzt auch noch mal raus. 250k. Das ist so ein mehr oder weniger ein Standardpreis für eins so von so einem Item. Allerdings werde ich jetzt noch mal meine Frisur ändern müssen in Game, weil ich das mit dieser Frisur nicht anziehen kann. Das heißt, wir werden uns das gleich mal eine kurze Frisur mal machen, ausnahmsweise. So, ich kann euch gar nicht genug danken, dass ihr so viel Geld für mich da lässt. Ich freue mich jetzt schon auf die nächste Aktion. Ja, also entweder wartet einen Tag ab oder ihr kauft etwas. Dann hat direkt das nächste drinne und ja, das werde ich vielleicht ab und zu mal machen, einfach so just for fun. Jetzt wisst ihr, wie es geht. Jetzt habe ich euch das meiste, glaube ich, davon erklärt und jetzt sehen wir uns im nächsten Augenblick wieder. Okay, ich werde mir jetzt mal den Bob mit Mittelscheitel ausprobieren. Der ist noch vom ersten DLC, aber ich finde, der sieht noch ganz nice aus und könnte vielleicht funktionieren, weil er ja noch kurz genug ist, dass da die Hüte oder generell die Helme noch drunter passen. Deshalb versuche ich das jetzt mal. So, gehen wir einfach da hier zu dieser Seite und ihr seht, die Helme passen drauf. Das hier ist zum Beispiel der Team Star Helm, den ich noch nicht gezeigt hatte. Es gibt auch
noch ein paar andere Sachen, wie zum Beispiel die Maske und alles. Sehen sehr albern aus. Ich habe die, glaube ich, schon nie gezeigt, deshalb mache ich das mal eben. Weil ich ja immer eine Frisur hatte, wo das nicht drauf gepasst hat. Aber hier der Aquahelm jetzt als Beispiel von einer der Items, die ihr bekommen könnt. Es gibt ja noch ein paar Items, die ich haben möchte. Ja. Also wie gesagt, ich werde euch da ab und zu mal ein bisschen auf dem Laufenden halten. Ich habe aber natürlich nicht genug Geld für alle Items, deshalb hole ich mal nur die krassen Items, die ich halt sehr cool finde. Und ja. Mehr wollte ich nicht, das wollte ich euch nur zeigen. Das ist nicht dein Ernst, oder? Das ist jetzt nicht dein Ernst! Wie random! Das ist ein Full Odds Shiny, ne? Das wisst ihr. Ich habe kein Sandwich oder sonst was. Full Odds Shiny Kaumalats. Ja, toll. Das ist mein zweites jetzt. Also, wieder mal ein Shiny einfach so random gefunden. Oh Mann. Falls ihr euch fragt, warum bin ich jetzt hier wieder zu 0? Was mache ich hier? Das wollte ich euch eigentlich an einem anderen Ort gleich sagen. Aber ich kann es euch jetzt schon sagen. Es gibt hier nämlich noch einen geheimen Ort zu erkunden, aber ich fand das gerade so lustig. Ich sehe so im Augenwinkel und immer so, hä? Und start die Aufnahme. Oh Mann. Oh Mann. Genau, also wie gesagt, hier gibt es unterirdisch, unter Zone 0, ihr wisst schon, da in dem DLC-Bereich. Ungefähr nachdem ihr, ich glaube, den zweiten oder so von diesen Stellar-Typen besiegt habt, seid ihr ja hier in diesem Raum mit dieser Spirale, unten ist ja Wasser, dann platscht er dann drauf. Und man würde denken, ja okay, ich renne jetzt einfach hier im Kreis hinunter, bin dann ganz unten und das war's. Aber schlauen Füchse, die sehen dort hinten, hinter diesem Kristall, der einem hier den Blick versperrt, einen geheimen Eingang. Und hier, wenn wir uns mal ein bisschen umgucken, ich weiß, hier ist es sehr voll. Man sieht nicht so viel, deshalb muss man hier ein bisschen klettern. Ist ja sehr, sehr eng. Hier ist noch ein Item, schön. Gibt es hier noch einen Eingang? Und dieser führt uns zu einem weiteren Stellar-Pokémon, das wir besiegen müssen. Damit wir zu einem weiteren geheimen Ort kommen, ja? Sehr, sehr geheim alles. Knack! Also das hier ist alles optional, was ich hier gerade mache. Aber ich möchte es euch trotzdem mal zeigen. Denn wie gesagt, am Ende, wenn ihr das hier schafft, dann kriegt ihr einen Schatz. In Zone 0. So sieht's aus. Das wollen wir schaffen. Level 80 Knackhack ist natürlich schon eine harte Nuss. Aber mit unserem nicen Team kriegen wir das sicherlich easy peasy hin. Der Erdbeben trifft ja so oder so zum Glück. Aus irgendeinem Grund ist er wieder hier oben. Auch geil. Angriff einfach komplett abgebrochen von ihm. Oder auch nicht. Hä? Aber es war doch auf der... Was? Es war doch auf der Oberfläche. Was zur Hölle? Okay, aber es hat scheinbar trotzdem funktioniert. Ja, nice. Nehme ich so an. So, aber kein Problem. Launenlaser. Wenn ich treffen darf. Regelt. Und wir können weiter. Ich weiß nur gerade nicht, wo genau der Geheimeingang sich öffnet. Entweder wir sehen das jetzt oder ich muss nochmal kurz nachschauen. Level 98 schon, Junge. Oh Mann. Es klang so, als wäre irgendwo ein Kristall verschwunden. Das sollten wir uns doch ein bisschen genauer anschauen. Und damit meine ich, ich sollte mir mal anschauen, wo das genau ist. Okay, also wir wollen erstmal hier wieder zurück. Ich bin ja einfach unendlich fliegen, das ist ja das Nice dran. So, und hier wollen wir nicht nach unten. Wir wollen zurück, wo wir hergekommen sind. Das heißt, sprich hier wieder lang. Und hier oben war ja mal ein paar Items und so, aber mehr war hier auch nicht. Und jetzt ist hier ein Tor aufgegangen. Und ihr seht schon, wie viele Items hier einfach rumliegen. Was zur Hölle? Ja gut, also, wenn die niemand vermisst... Wer hat die hier gelagert? 22 Stück. 26 Stück. Boah. Also hier kriegt ihr sehr viele Terra-Stücke, falls ihr die sucht, falls ihr darauf geil seid. Meteorstrahl. Auch nett. Hier haben wir auch nochmal irgendwas, was gerade noch nicht geladen werden kann. Das Spiel kommt nicht mit.
Oder es will's mir nicht anzeigen aus irgendeinem Grund. Ich weiß es nicht. Ding, 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 ding. Ja doch, ganz langsam. Terra-Ausbruch. Ja, das ist auf jeden Fall eine Attacke, die ich hier erwartet hätte. Sehr nice. Und ja, das ist der Secret Raum. Jetzt sollten wir mehr oder weniger, oder zumindest hoffentlich, alles hier geschafft haben in Zone 0. Und jetzt sehen wir uns gleich an einem anderen Ort wieder, wo wir weitermachen. Wahrscheinlich, wenn ich vermuten müsste, in der Liga AG. Hier im Anfangsbereich vom zweiten DLC gibt es da drüben einen Mr. Mampf. Das bin ich. Sag bloß, bist du nicht dieses Mädchen, von dem alle hier sprechen? Doch, doch, ich bin mir ziemlich sicher, du bist die Außerschülerin aus Paldea. Du heißt Michael, stimmt's? Man nennt mich Mr. Mampf. Ich habe ein Herz für Schüler, die sich so richtig ins Zeug legen. Insbesondere für solche, die bei Missionen ihr Bestes geben. Die bekommen immer ein paar Snacks als Belohnung von mir. Ich spreche von hausgemachten Köstlichkeiten, deren Geschmack eigens auf die Vorlieben von bestimmten Pokémon abgestimmt ist. Wer weiß, vielleicht läuft in einem Jahr ein besonders beeindruckendes Pokémon über den Weg, wenn man eine meiner Kreationen im Gepäck hat. Also dann streng dich bei den Missionen gut an und erstatte mir später einen Bericht. Okay, was wird jetzt? Na dann schauen wir mal, wie du dich mit deinen Missionen so anstellst, Maike. Holla, die Backfee, du hast ja schon 10 Solo-Missionen absolviert. Zum Dank für deine harte Arbeit möchte ich dir einen meiner Pokémon-Snacks geben. Zapdos-Snack! Damit können wir Zapdos finden, das einfach irgendwo rumchillt. Ja, genau so ist es. Hast du schon mal von Zapdos gehört? Das ist ein sehr seltenes Pokémon, musst du wissen. Eine Nadel im Heuhaufen ist leichter zu finden. Wenn ich allein den Namen Zapdos höre, werde ich ganz nostalgisch. Ich war noch ein junger Bursche, als ich eines Tages von der Spitze eines Leuchtturms in Paldea in weiter Ferne eine Stadt betrachtete. Aus weiterem Himmel wurde ich von einem wolkenbruchartigen Regenfeuer überrumpelt. Nichts wie runter, dachte ich mir sogleich und wollte den Abstieg in Angriff nehmen. Doch, just in jenem Moment tauchte ein Pokémon von gewaltiger Kraft in einem Lichtkegel auf und düste pfeilschnell an mir vorbei. Es war Zapdos, da bin ich mir ganz sicher. Mit diesem Gepäck, diesem Snack im Gepäck steigt sich ja auch deine Chance, ihm zu begegnen. Woher ich das weiß? Keine Ahnung, ich weiß es einfach. Ich bin einfach Mr. Mampf. Richte Zapdos bitte schöne Grüße von mir aus, wenn du ihm über den Weg läufst. Hast du noch ein bisschen mehr dafür, für mich? Okay, ja, 20 Missionen. Ja, schön, dafür kriegst du jetzt Arctos-Snack. Also ja, man kann ja alle Legis von ihm bekommen. Er gibt einen Snack. Es gibt eine ganze Map, vielleicht blende ich die auch eben ein, wo alle Orte von jedem Legi angezeigt wird. Ein Problem nur, freut euch nicht zu früh. Achso, hier steht noch ein bisschen Text für Arctos, falls ihr es lesen wollt. Freut euch nicht zu früh. Alle Shinies sind Shiny Lock. Ihr könnt sie nicht Shiny hunten. Die Legis sind auch mit sehr schlechten Stats, glaube ich, hier dabei. Also es sind wirklich, es ist wirklich nicht die beste Art und Weise, die Legis zu bekommen. Sage ich euch so, wie es ist. Aber trotzdem ist es immerhin nett, dass wir sie bekommen. Das kann man aber auch erwarten. Okay, wir gehen nicht weiter mit Lavados, sondern mit Solgaleo. Ich weiß nicht, ob das hier random Reihenfolge ist oder so. Aber ja, okay. Random, ein Solgaleo. Vor allem auch random, dass wir nicht einfach direkt die Erstentwicklung, Cosmowurm, nee, Cosmog und Cosmowurm, die beiden auf jeden Fall, dass wir die nicht erstmal bekommen. Auch sehr seltsam. Ich bin mir auch nicht sicher, ob ich auch Lunala hier bekommen kann in Karmesin. Das weiß ich jetzt nicht. Das könnte man jetzt gleich herausfinden. Je nachdem, was ich hier noch so alles bekomme. Ah, jetzt krieg ich Lavados. Okay, dann habe ich zumindest das Gen 1 Trio schon mal durch. Ich glaube, Mewtwo gibt es hier nicht, weil es ja letztens ein Mewtwo-Event gab vor dem DLC, wo man Mewtwo bekommen konnte. Also denke ich mal nicht, dass es hier Mewtwo gibt. Entei-Raikou Suicune müsste es aber geben. Und ja, von denen gibt es auch Paradox-Versionen, zu denen kommen wir dann wahrscheinlich dann auch nochmal demnächst irgendwann in irgendeiner Folge. Latios-Snack, ja, Gen 3. Solgaleo war ja Gen 7. Ja, ich kenne mich aus. Ich lese jetzt hier nicht alles vor, ihr könnt euch ja selber durchlesen. Ich möchte nur ein bisschen durchskippen, dass ihr wisst, was euch hier alles erwarten kann. Es gibt hier 60 Missionen. Ein Raikou-Snack, genau. Also es ist übrigens das normale Johto-Raikou, nicht das neue Paradox-Raikou. Das kriegt ihr auf eine andere Art und Weise. Genauso wie das noch nicht revealte Paradox Entei und Terrakium. Die gibt es hier nämlich auch. Und wie gesagt, dazu komme ich dann
wenn ich dann endlich dazu kommen kann. Ja, dauert ein bisschen. Oha, Dakuma. Ich meine, das ist die Formentwicklung von Wulauzu, also das Vieh aus Gen 8. Was literally, ja, da stand auch, oder? Nee. Ich glaube, ja doch, Bambusspross. Okay, das ist dieser kleine Panda-Bär. Das ist ja einfach eine Gen vorher. Im DLC. Was ich echt krass finde. Falls ihr unbedingt das Ding haben wolltet. Weil es ist auch ein tolles Pokémon, kann ich super toll nachvollziehen. Ja, dann, cool. Und ihr aber Schwert und Schild nicht spielen wollt, was ich noch viel mehr nachvollziehen kann. Und ihr den DLC auch nicht kaufen wollt, holt euch hier den DLC. Hier gibt es den auch. Einfach so zu fangen. Nur fragt mich nicht, wie man das Ding entwickelt. In dem Gen 8 DLC musste man ja dafür entweder den Wasserturm oder den Unlichtturm gehen. Und keine Ahnung, wie das hier gemacht ist. Das müsste ich auch nochmal nachschauen. Ja, ist wie cool. Krieg ich jetzt nächstes. Aber ich frag mich wirklich, sind das die ganz normalen Legis? Oder ist das hier eine Timeline, wo die nicht gefangen wurden? Oder wie soll ich mir das vorstellen? Weil das frage ich mich irgendwie ständig bei neueren Pokémon-Spielen, dass sie einfach die alten Legis zurückbringen. Wurden die schon längst irgendwie gefangen? Vor allem wie so ein Pokémon wie Suicune. Also, oder weiß ich nicht, was wurde auch auf jeden Fall gefangen? Okay, Mewtwo war mal zu einer Zeit gefangen, aber jetzt auch nicht mehr wahrscheinlich. Boah, das gibt mir Kopfzerbrechen. Ich weiß es einfach nicht. Das ist, oh Gott, vielleicht wisst ihr da mehr drüber. Ich weiß es einfach nicht. Ach, kannst du bitte noch 9 Solo-Missionen oder 1 Gruppenmission erledigen? Dann erhältst du eine meiner Snacks zum Dank. Ja, hier wird nochmal gesagt, wenn ihr Gruppenmissionen macht, geht das viel, viel schneller als Solo-Missionen. Ich habe die ganze Zeit so eine Mission gemacht, weil ich kenne niemanden, mit dem ich jetzt die DLC zocken kann, weil jemand die DLC hat. Aber vielleicht finde ich ja noch irgendwo random Leute, mit denen ich das hier abschließen kann. Ja, was willst du mir denn erzählen? Zeig mir den Snack dazu. Ach, der kann mir jetzt wahrscheinlich sagen, wo das Pokémon sich aufhält, oder? Ich habe sowieso die Karte wahrscheinlich eingeblendet. Ach so, nee, erzählt das einfach nochmal neu. Okay, na gut. Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einem neuen Pokémon-Livestream. Nein, heute tun wir nicht Shiny Hunten. Ich tue tatsächlich heute was anderes. Und zwar sind wir hier in der Liga AG. Und was ich hier vorhabe, ist, naja, also, ich habe ein bisschen gefarmt, wie ihr sehen könnt. Ja, leider alleine, weil ich literally jetzt niemanden habe, mit dem ich hier zusammenfarmen könnte, obwohl zusammenfarmen, glaube ich, doppelt so schnell geht oder so, wenn mich nicht alles täuscht. Auf jeden Fall habe ich jetzt endlich genug Punkte und deshalb kam auch heute kein Video an dem Tag, wo ich gerade streame. Denn ich musste farmen. Und es war ja auch Weihnachten, deshalb gab es da auch viel zu tun in Familie und alles. Kennt ihr es ja sicherlich selber. Wie auch immer. Ich weiß noch nicht genau, wie ich das zusammenschneide fürs Video, aber es wird bestimmt Sinn ergeben. Und ich würde sagen, ihr habt ja gesehen, was für eine Anzahl an BP ich habe. 6500 ist ein bisschen mehr zu brauchen, aber es ist genug. Und das leider nur knapp, bin ich ganz ehrlich mit euch. Und zwar einen Mentoren einzuladen, kostet 200 BP. Und wenn ihr euch mal zählt, wie viele Mentoren hier sind, 23, dann könnt ihr schon merken, dass das sehr, sehr hohe Zahlen sind, die da aufkommen. Aber es wird noch schlimmer. Denn wir müssen ja hier auch noch alles mindestens einmal kaufen. Das Einzige, was ich hier nicht kaufen werde, sind diese 4 Kuppel-AG-Dinger, weil das ist einfach nur, um die Starter-Pokémon freizuschalten in den jeweiligen Gebieten. Also ohne Witz, da habt ihr bessere. Da ist es schneller, das Starter-Pokémon entweder von einem anderen zu tauschen oder es von einem älteren Spiel rüber zu tauschen, als die 3000 jeweils. 3000 pro Ding! Zu farmen für eins dieser Dinger. 3000 ist knapp unter die Hälfte von dem, was ich jetzt gerade habe. Das ist krank. Ich weiß nicht, was sich Game Freak hier gedacht hat. Deshalb mache ich das erstmal nicht. Ich hoffe, ich muss es nicht machen. Ja, Wusti habe ich immer mal gemacht. Und ich würde sagen, wir fangen erstmal damit an, dass ich hier alles erstmal freikaufe. Und hi, Max im Chat. Ogapon. Ja, Ogapon habe ich hier. Warte. Habe ich ja auch im Team. Typ Wasser, weil ich denke, Typ Wasser ist auch ganz nice so. Aber ja, schweifen wir nicht ab. Machen wir alles von oben nach unten erstmal hier. Denn, ich meine, wir wollen ja ein paar Rinderleiter einladen, aber schaut euch mal diesen Club an, der ist. Also,
Das sieht ganz nett aus, so. Aber findet ihr nicht, dass da noch ein bisschen was her kann? Deshalb kaufen wir uns erstmal ein paar Upgrades. Ogapon ist Peak Pokémon for real? Ja. Ogapon ist schon super. Kann ich verstehen, dass du das denkst. Aber ich bin nicht der Meinung. Okay, Wissenschafts-AG, Tester für unseren Itemdrucker gesucht. Okay. Bring, bring. Boah, hallo, wir sind die Wissenschafts-AG. Das ist das erste Mal, dass wir Unterstützung erhalten haben. Ich mach mich sofort auf den Weg zu dir. Not only kills, but murders, ja. Boah, was ist das denn? Vielen Dank, dass du dich dazu bereit erklärt hast, den Itemdrucker zu testen. Ich bin ein Mitglied der Wissenschafts-AG, auf deren Konto die Entwicklung dieses Geräts geht. Und weil alles noch neu ist, bin ich gekommen, um die Bedienung des Druckers zu erklären. Oh mein Gott, Gacha, ja. Es sieht aus wie so eine Gacha-Maschine, als wäre das so ein Ding aus Pokémon Masters oder so. Gut, dann will ich dir gleich mal zeigen, was es mit dieser Maschine auf sich hat. Man gibt einfach einige Pokémon-Materialien hinein, wie BP und Hilfe für Items. Okay, der Itemdrucker ist ein Gerät, mit dem du Pokémon-Materialien in Items umwandeln kannst. Pro Nutzung kannst du eine Sorte Items bekommen. Wie gesagt, der Mechanik dahinter unterliegt jedoch strikt der Geheimhaltung. Wir sind nämlich gerade dabei, ein Patent darauf anzumelden. So, das muss dich ja nicht interessieren. Entscheidend ist, dass du Pokémon-Materialien in dieses Gerät gibst, um Items drucken zu können. Fantastisch, oder? Es ist wirklich kinderleicht und aufregend. Ich bin jedes Mal total gespannt, welches Item am Ende rauskommt. In diesem Sinne, möchtest du benutzen? Aufrüsten? Was öfter benutzen, bevor du aufrüsten kannst. Okay. Sieht auf jeden Fall interessant aus, das Ding. Zwei Pokébälle aufeinander gestapelt. Ist das wirklich einfach eine Gacha-Maschine? Ich probiere es mal aus, solange es nicht zu viele BP kostet. Hm? Ah, das sind meine Sachen, meine Items hier. Oder sind das die ich herstellen kann? Da kannst du auch Ultrabälle kriegen in einem Spiel ohne Ultrabestien. Naja, aber ist ja trotzdem cool, die zu haben. Okay, da scheint jetzt 30%, hier 36%. Machen wir das ja mal. Machen wir mal hier. Oh. Ja, hier ist 100%. Machen wir das mal. Drucken. Boah, 5 BP, um ein Item zu drücken. Oder soll ich da mehr machen? Moment. Was heißt die Prozent? Wahrscheinlichkeit oder bis es voll ist? Oder wie ist das? Der einzige Sinn ist, Terapagos in einen Ultraball zu fangen für den Hardcore-Flex, I guess. Ja, da muss es aber ja schon vorher gekauft haben. Bei mir ist das jetzt schon zu spät dafür. Was? Wieso darf ich jetzt nicht rein? Ich darf gar nichts anderes mehr reintun. Automatische Auswahl. Hm? Was? Warte, dann nehmen wir nochmal das hier. Ach so, ich kann das nur so lange machen, bis es voll ist. Okay, ich versuch's einfach mal. So. 5 BP muss ich dafür opfern. Und hi Johnny, fröhliche Weihnachten. Dir auch, Johnny, dir auch. Ich finde das dann lustig, wenn das dann später im Video kommt. Das ist ja alles hier Livestreamer auf twitch.tv/mikebeezusammen für die auf YouTube schon. Ihr solltet da auch mal vorbeischauen. Und wow. Und fertig, hier ist das gedrückte Item. Ich lege es für dich in deinen Beutel. Wow. Toll, etwas, wofür ich mich nicht interessiere. Schön. Mama, ich bin im Internet. Ja, okay, es ist sehr langweilig. Also, falls ihr eure BP verbrennen wollt, weil ihr ja noch nicht genug sammeln müsst von denen, dann ist das hier wohl die beste Art und Weise, schätze ich. Ja. Ja, Junge, ein Terrakris habe ich bekommen, mehr nicht. Wow. Du brauchst mindestens 50, um den Terra-Typen zu ändern, by the way. Und ich krieg einen. Ich krieg einen. So, aber ich habe mich actually noch gar nicht wirklich umgeschaut. Beziehungsweise mit denen allen geredet. Das soll ich vielleicht auch nochmal machen, bevor ich alles upgrade. Mein Pikachu und ich geben der Blaue Liga unser Bestes. Okay. Und was macht ihr beiden? Hey Aaron, ich brauche eine Ladung für dein Mittel, das Pokémon fliegen lässt. Warum? Weil ich auch fliegen will? Und warum? Weil das bestimmt irre viel Spaß macht? Eine unverständliche Erklärung. So kann ich dir keine Genehmigung für dein Mittel erteilen. Boah, sei doch nicht so eine Spaßbremse. Ich wäre so gerne auf einmal einen Magbrand geflogen. Das ist absurd. Antrag abgelehnt. Das ist doch absurd. Obwohl mit so einem Düsenjet, wenn Magbrand so die Arme so nach unten auf dem Boden hält, dann so ein Jetpack so nach oben, viel wäre lustig, oder? Rabot Steve, diese Laufbänder. Ja. Kann ich die benutzen? Nee. Bei Rhesus Menschen hätte ich jetzt einen Schlüssel bekommen dafür.
diese Karte beim Fließband ist literally die Gala-Region. Das ist die Gala-Region? Ich weiß, was du meinst. Einfach so eine gerade Linie, Junge, so langweilig. Ja, Champ. Saubere Arbeit mit der Blaubeerliga, echt. Seit du Champ geworden bist, ist keine Spur mehr von diesem ätzenden Vibes in der AG. Du kennst mich. Mir wäre es am liebsten gewesen, das Kriegsball bei Joe zu begraben. Aber es läuft eben nicht immer so, wenn man es sich wünscht. Ah, das wird schon. Na, das, da sagst du was. Wird auch nichts anderes von dir erwartet. Macht's nicht echt super als Champ. Aber ich fühle mich ein bisschen schlecht, Girl. Am Ende sah es nämlich so aus, als hätte ich dich wegen dieser Sache mit der Liga AG ausgenutzt. Ach was, hat doch Spaß gemacht, alle zu zerstören. Das hatte ich aber nie vor, ich schwör's. Trotzdem will ich mich nochmal bei dir entschuldigen dafür. Das war echt nicht so cool von mir. Ach was. Komm. Damit du dich nicht so schlecht fühlst, upgraden wir hier noch mehr. Foto AG. Neue Dekorahmen für sehr viel. Hey, vielen lieben Dank, Michael. Ich bin Cammy von der Foto AG. Die Foto AG hat etwas Neues entwickelt, die Dekorahmenfunktion. Damit kannst du deine Fotos schon während der Aufnahme verzieren. Ich schicke dir gleich die Dateien und Anleitungen dazu. Hat so ein... okay. Anleitung? Na da. Drücke bei Benutzung der Kamera-App den Plus-Knopf, um einen Dekorahmen auszuwählen. Ah, da kannst du so Anime-Effekte reintun, geil. Anschließend kannst du Fotos machen, während der Dekorahmen angezeigt wird. Schade, ich dachte, das wäre so ein Dekorahmen für den Pokédex hier selber. Wie da oben ist jetzt auch alles vergoldet. Sieht ja bei meinem Pokémon-Rahmen, Pokédex-Rahmen, dass da alles so goldene Pokébälle überall sind. Aber das war damit leider nicht gemeint. Ja, hier, für die, die es interessiert, wie weit ich jetzt gerade bin mit dem Pokédex. Ganz toll. Okay, was können wir als nächstes noch holen? Niedliche... Oh nein, warte, ist das neu? Oh nein, das sind neue Sachen. Leute, die kaufe ich offscreen. Ist das okay? Ja, gut. Okay. Fotobearbeitung. Habe ich noch eingeplant. Drayton ist super. Wer ist Drayton? Wahrscheinlich irgendein Englischer, aber für irgendeinen Deutschen. Ah, vielen Dank für die Unterstützung. Ich schicke dir gleich Dateien. Fotobearbeitung. Da kannst du innerhalb der Kamera-App den Look geschossener Fotos ändern. Drücke bei Benutzung der Kamera-App den Minus-Knopf. Aha. Also mit Plus kann ich einen Effekt reintun und mit Minus kann ich einen Filter reintun. So richtig? Interessant. Levi, ach so. Okay. Was können wir denn noch kaufen? Hier, ein Update für die Anvisier-Funktion. Was auch immer das bedeuten soll. Ring, ring. Dann schick mir mal rüber. Was mache ich damit? Musik? Neue Funktion beim Anvisieren. Wenn dein Pummel anvisierst, dass du bereits gefangen hast, kannst du nun mehr Informationen über das erhalten, wie etwa sein Geschlecht, Größe oder ob es ein Zeichen hat. Warum kriege ich das nicht mal automatisch? Warum muss ich das freischalten? Ist ja richtig dumm. Oh cool, ein weiteres Feature. Nur für DLC-User. Ja, richtig dumm. Keine Ahnung, wer sich das ausgedacht hat. Junge, Game Freak denkt sich an sich auch die ganze Zeit so, ja, jeder kauft doch den DLC, dann brauchen wir das ja, dann ist es ja egal, ob es hinter der Paywall ist. Legit, fast niemand gefühlt den DLC. Ich kenne jetzt fast keinen, wo den DLC besitzt. Naja, egal. Kunst AG möchte Designs hier für unsere AG hier freischalten. Düster und niedlich. Ihr wisst sowieso schon, was ich gleich auswählen werde. Aber wir schauen es mal. Denn hier ist noch ein weiteres. Antik und futuristisch. Futuristisch hört sich cool an. Das Problem ist, ich werde nur ein einziges zeigen, weil wenn ich alle zeigen wollen würde, müsste ich jeweils 300 ausgeben. Also, es tut mir leid, ich kann es euch leider nicht zeigen. Ihr könnt es euch ja googeln, aber ich kann es halt wirklich nicht zeigen. Dass, also, so viel farm ich nicht. Das mache ich nicht. Ja, toll. Und nochmal 600, die ich nicht eingeplant habe. Oh Mann, mal gucken, ob ich die Sachen hier alle kaufe oder nicht. So, aber für 300 können wir nun umdekorieren. Warum auch immer das nicht kostenlos ist, verstehe ich immer noch nicht. Vor allem 300 ist halt sehr viel. Für 400 stellst du was frei, für 300 nochmal um. Also, keine Ahnung, was ich Gamefreak da denke. Das ist einfach richtig dumm. Ich sehe auf Twitter nur Sachen vom DLC. Der DLC hat das Game gefühlt wiederbelebt. Ich will den DLC auch haben, aber 35 Euro? Ja, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. So, du möchtest also eine Renovierung haben. Gib mir mal... Schwarz-Weiß, niedlich, düster, antik, futuristisch und dann gab es noch dieses prachtvolle, was es war. Ich nehme niedlich. Wir wollen sie alles cute haben. Das ist guten Sinn für Ästhetik. Okay. Ich hoffe, es sieht jetzt nicht komisch aus, sondern cool. Bitte sieht's cool aus, bitte sieht's cool aus. Sonst bereue ich's. Okay, okay.
Das sieht aus, als wäre das ein Mädchenkinderzimmer oder so. Oh mein Gott. Naja, 300 Punkte, money well spent. Ich meine, ich muss sagen, ich mag dieses Pummeluftballon hier. Der sieht cool aus. Die Kritzelei ist lustig. Oh mein Gott. Als ob sich jedes Mal die Kritzelei ändert. Wie cool ist das denn? Oha. Und das hier auch? Das weiß ich nicht. Aber... die Flagmans. Slow, slow, slow. Ouch, story, slowpoke. Was ist das Pokus an hier? Hi. Where? Bro, du hast das Niedliche genommen. Ja, aber ich hätte nicht gedacht, dass es das so aussehen würde. Egal, passt schon, ist okay. Der Raum sieht ganz schön schick aus. Die Deko wird Tara sicher gefallen. Ja, achso, das ist Taras Deko. Ja, okay, verstehe ich. Got it. So. Dann haben wir hier noch einen Speaker, dass wir hier auch eigene Musik hören können. 50 geht voll klar, finde ich. So. Tee trinken und Musik hören. Das Zimmer sagt Transfight. Nee, dafür fehlt das Blau hier noch in den Wänden. So, hast du den Smart Speaker erhalten? Jetzt kannst du im AG-Raum richtig Stimme machen. Ist das nicht cool? Wenn du mehr Songs haben möchtest, weißt du ja, an wen du den PP schicken musst. Ach nee, sag jetzt nicht, ich muss dann wirklich noch die Songs freischalten. Academy Adventures? Ja. Okay. Alles klar. Es gibt Blau bei den Vorhängen? Ach so, ja. Ah, okay. Ja, ich verstehe, was du meinst. Ja. Es sieht ja ganz niedlich aus. Warum nicht? Warum nicht? Wanderlustmusik, Städtetrip-Musik, Viva la Vista-Musik und Kitakami-Flair-Musik für die, die sich hierfür interessieren. So, jetzt aber erstmal genug ausgegeben. Denn wir wollen noch mal ein paar Leute einladen, jetzt wo es hier so schickimicki aufgebaut ist. Achso, ich muss erstmal A drücken. Und wir fangen direkt von der Liste ganz von vorne an mit Rona.